Hast du dich in der Stadt schon umgesehen? Ja, sie ist echt interessant. Ich hab gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speedboys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Mm-hmm.
Warum fährst du kein Rennen? Woher? Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönne mir nur eine Pause. Ach, halt die Klappe. Bist du etwa wegen des Wetters hier? Nein, bist du nicht. Du willst Rennen fahren. Und du bist wirklich mit Lucas verwandt? Das frage ich mich auch. Ich habe Papis Schnelligkeit geerbt. Und Lucas? Die Schraubenschlüssel. Ich wette, er kann echt schnell den Luftfilter wechseln. Ja, das kann... Thank you.
Hey, Lucas hier. Bist du beschäftigt? Nein, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Ras also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja, klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. Wir sehen uns. Racing kann am Anfang ziemlich hart sein. Versuch trotzdem, es zu genießen.